So, jetzt wieder dabei Minecraft Let's Play. Ja, dann wollte ich mich jetzt erstmal entschuldigen. Ich habe in den Ferien viel zu viel geferient, habe mich zu wenig drum gekümmert. Ein Tag, ein Part ist verrottet. In der Schulzeit geht wieder alles normal weiter. Und hier sind wir jetzt, Part 7. Und dann starten wir gleich mal. Wir waren ja gerade auf der Etage. Und gerade ging die Sonne auf, richtig. So, mein Mensch hat Hunger. Richtig kräftig, dieser Potzau. Ach Mensch, das klingt immer so sehr nach Kronk. Das soll nicht so klingen. Ja, ich habe ja noch immer kein Intro, aber jetzt ist es wirklich angefordert. Kein Witz, ich will euch nicht verarschen. Es ist wirklich angefordert, das Intro jetzt wieder, nachdem es bei den ersten beiden nicht geklappt hat, habe ich es jetzt angefordert bei Rootboy Mike, GFX, der ebenfalls auch ja mein Kanaldesign gemacht hat. Und ja, jetzt gehen wir erstmal Essen holen, soweit hier unten keine bösen Mobs. Ah, kann ja gar nicht sein. Ja, ich baue halt gerne noch so ein bisschen heimlich überall rum. Naja, und dann werden wir auch bald hier reingehen oder eine neue Höhle anlegen. Je nachdem. Jetzt brauche ich was zu essen. Am besten mir auch ein bisschen Wolle, dass ich dann ein Bett habe. Oh nein, der Typ wird immer hungriger. Du kommst wieder rufen. So, jetzt wo ich hier so gerade auf Essensjagd bin, habe ich von unserem offiziellen Partner. Sieht ein bisschen scheiße aus von hier, oder? Von unserem offiziellen Partner eine Nachricht gekriegt. Ich wurde getaggt. Das muss jeder Let's Player irgendwie schon mal durchgebracht haben. Das sind solche Fragen. Falls er mich verarscht, schreibt mich an. Ich lasse mich leicht verarschen. Aber ich mache das einfach mal, diesen komischen, du wurdest getaggt. Okay, also da steht so 5 Fragen, wie halt gerade eben schon gesagt. Erste Frage, wie bist du aufs Let's Playing gekommen und wer hat mich inspiriert? Also, so wie ich klinge, so ist es auch. Gronk. Der ist sowas wie mein Vorbild. Ich habe den seine Let's Plays gesehen und dachte mir, wow, geil. Der bringt das auch so cool rüber und alles. Generell macht mir das Let's Playen auch richtig. Habt ihr das gerade auch gehört? Generell macht mir das Let's Playen auch richtig Spaß. Eigentlich. Eigentlich. Komm, du Scheißskelett, tu mir das jetzt nicht an. Da ist das aus unserer wunderschönen abgedeckten Höhle. Brathähnchen von Mamas Hähnchenstand. Auf jeden Fall hat mich halt Gronkh richtig inspiriert. Außerdem macht mir das Let's Playen auch helle Spaß. So spielen dazu, erzählen, nur Scheiße labern. Das ist mein Niveau. Ich treffe mich.
So, dann die nächste Frage. Wie lange will ich Minecraft noch machen? Ja, das stimmt, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Da danke ich Seppel, Mr. Gaming TV ID, auch gleich mal, dass er mich daran erinnert. Höchstwahrscheinlich wird das ein Open End, da ich eh keine anderen Projekte laufen habe. Also, ich habe ja nur Minecraft. Das ist das Einzige, was es mir noch Lebenssinn gibt. So, ja, und deshalb wird das Open End wahrscheinlich. Also, so mindestens 3 Staffeln will ich haben. Dann müsste man noch definieren, was bei mir eine Staffel heißt. Ich überlege mir noch, ob bei mir eine Staffel heißt. 20 Folgen? 30 Folgen oder gleich 200 Folgen, like Gregor Onk. Okay, weiter. Oh, ich muss jetzt mal auf die Zeit gucken. Noch ein bisschen. Wie heißt der Biss im Apple? Also, ich würde sagen, Apple with a missing bite, soweit ich weiß. Ich habe keine Ahnung. Apple with a missing bite, bin ich mir schon sehr sicher. Ja, mal eine gute Frage, bewerben wir den. Ja, haha. Da, lauter Essen aufs Maul. Mann, in der 1.9 sollte man sich eine Pfanne craften können und dann Spiegeleier braten. Das wäre mal geil. So, zurück zum Thema, ja, Apple with a missing bite, würde ich jetzt meinen. Was bedeutet das S im iPhone 4S? Also, das hat, Apple gibt die Bedeutung zumindest nicht preis, aber eigentlich hat es keine genaue Bedeutung. Viele denken sich da schon richtig was aus. Beispiele sind zum Beispiel S für Siri, S für Steve, S für Speed oder Super Speed, aber am allerliebsten gefällt mir S für Samsung Killer. Verstehe nicht, was die Leute alle an ihren Samsung Galaxy S haben. Ich könnte wirklich ausrasten, wenn ich höre, wie die sich darüber freuen. Also wirklich, ich meine, also iPhone. Ja, da gefällt mir das S für Samsung Killer am besten. Obwohl Steve auch nicht schlecht ist, weil das iPhone 4S ist ja eigentlich das 5. Ja. Ja. Und dann noch zum Schluss, magst du Döner? Natürlich mag ich Döner. Ich bin wirklich... Habt ihr gestern TV Total gesehen? Der Gerät. Wow. Wenn nicht, dann sucht es TV Total Der Gerät. Es bringt es unglaublich, wenn ihr euch das jetzt anseht. TV Total Der Gerät. Einfach geil. Sehr witzig. Sehr witzig. Wir haben Hunger. Wir haben Hunger. Hunger und Hunger, wir haben Hunger, Hunger, haben Hunger. Na los! Ah, oh, ja, mal was. Jetzt das Spiegelei kommt. Ich bin wahnsinnig. Dann tun wir das gekochte Zeug hier rein, dass wir dann so eine kleine Absicherung für später haben. Und machen uns dann flotti galoppi. Ging das so? Ja, ich denke, jetzt noch die Wolle drauf. Perfekt. Flotti galoppi. Ach, bin ich bekloppt. Wir könnten ja mal die Etagen pflanzen und ein bisschen Bohnen hier drauf pfeffern. Metallschuppe. Eine Steinschuppe. Genau, apropos, wir werden dann jetzt mal in nächster Zeit auf in die Höhlen gehen. Diamanten suchen und so. Da wäre ich jetzt ein bisschen noobig und gehe mit dem Y-Wert auf Stufe 12 und suche da halt alles wild durch, dass wir was finden. Wie geht, ach ja, F3.
was wollen wir für Bäume? Wir nehmen einmal normal und einmal wieder einen weißen. Das Bonemehl nicht zu vergessen. Ach ja, hier. Also das Intro kommt auf jeden Fall. Ich habe schon den ersten Skin gesehen. Ich lasse mir gleich zwei machen, Intro und Outro. Intro und noch ein zweites, dann kriege ich nämlich gleich ein Outro geschenkt. Ich wieder auf Preis, auf billig Preis suche. Ach so, ja, hier, wenn wir hier gleich im Let's Play sind, wollte ich gleich nochmal eine Umfrage starten über die Commentbox. Was haltet ihr davon, wenn wir, ja, das ist eine sehr gute Frage, ob ich jetzt die Playlist ändern sollte oder ob ihr meint, dass das, ach du Scheiße, stimmt, oder ob ihr meint, dass das Prinzip von MOT ziemlich zerstört. Dass wir mal so ein bisschen Abwechslung haben als das scheiß Klavier hier im Hintergrund, was mich echt langsam um die Nerven bringt. Oh, sag nicht, es wird schon wieder dunkel. Nein, nein, gut. Okay, ich wurde also getaggt. Großer Erfolg. Ja klar, wird schon wieder dunkel. Sehr gut, das können wir dann so alles verbinden. Wundervoll. Ah ja, super krass. Super. So, erstmal, dass wir jetzt gleich hier weiterarbeiten können. Stelle ich hier einfach mal. Ach ja, stimmt, geht jetzt schon nicht hier. Oh, ihr Kacke. Schlafe ich mal in der Gemüseabteilung. What's the time? Oh, wir müssen ja gleich Schluss machen. What the fuck? So, wir sind wieder wach und können jetzt ganz friedlich die Etagen weiterbauen. Was haben wir noch so an Leitern? Aha. Nein, wir müssen erstmal, wir nehmen noch ein wenig Kobbel. Den Gravel können wir dann auch gleich mal verballern. Was? Leck mich doch einfach. Ich hasse dieses Spiel. Scheiß Zombie. Ach scheiße, Zombies können ja auch eine Leiter hoch. Das stinkt jetzt. Oder ist hier einer auf dem Baum gespawnt? Ich hasse dieses Spiel. Nicht. Sonst würde ich es ja nicht let's playen. Ja, also wie gesagt, nochmal zurück. Ich nehme zwei Intros. Da kriege ich nämlich ein Outro gratis. Bin ich nicht ein Preispirat? So, jetzt gehen wir Bäume hacken, soweit uns hier kein ekliger Zombie belästigt. Aber ihr hört das auch, ja, von dieser laut gedröhnten Hammermusik. Ich soll mir mal einen Gunnut holen und ja, echt. Nein. Nein, wir sind Minecraft Original TP. Da holt man sich nicht einfach so ein Gunmod. Also das ist unerhört. Ja, es ist unerhört. Ohne Kacke. Oh, Holzfällerkunde. Oh. Insiderwitz. Okay, laut meiner Uhr ist jetzt Stopp. Okay, gut, noch 30 Sekunden. Ja. Noch 30 Sekunden, die ich jetzt hier durchziehen werde. So lange hack ich noch das Holz ab und renne schnell in unser Baumhaus. Danach verwandle ich alles in Budenblanks und dann geht's ab. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Dann bauen wir hier weiter. Da 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 da
Ich weiß nicht, was ich hier gerade tue. Doch lass mich einfach nur in Ruhe. Perfekt, das hier bildet eine Fläche und dann können wir hier so eine Kommandobrücke rüberbauen. Wir können es ja schon mal den ersten ganz little Einblick machen. Also die Aussicht ist geil. Ja, nur schade, dass mit der 1.8 halt die Wolken nicht mehr durch Gebäude durch können. Geht halt nicht mehr. Schade. Jetzt kann ich mir schon überlegen, wie ich das nenne. Oh, ich könnte ja jetzt langsam echt mal Schluss machen. Okay. Ein Tag, ein Part. Morgen hoffentlich wieder dabei. Wenn ihr Glück habt, dann mache ich heute Abend noch ein Part.